Hallöchen. Ich komme jetzt mal zu meinem Oszilloskop hier. Das will ich jetzt mal einmal fertig machen. Ihr seht da schon etwas auf dem Bildschirm. Ich bin hier oben beim Kalibrieren-Dings dran mit 0,2 Volt. Das sieht aber nicht so besonders schön aus. Ich bin hier bei 0,1. Und da Ground ist direkt in der Mitte. Das ist aber nicht 0,1. Und wenn ich jetzt hier so ein bisschen am Knopf nur so ein bisschen hin und her wackelt, sieht man das? Da habe ich ein Problem, das will ich fertig machen. Ich habe hier oben mit dem einen Schalter so ein bisschen Probleme. Der will auch nicht so richtig. Und mit der Zeitbasis, das funktioniert auch nicht so ganz. Ich wackel hier nur ein bisschen am Knopf. Das kann nicht richtig sein. Und daher denke ich mal, das sind die Kontakte. Ich glaube, ich hatte die schon mal gereinigt, aber da hatte ich nur Isopropanol und konnte auch kein Kontaktspray. Und da bin ich jetzt mal bei. Ich baue hier gleich mal alles auf. Ich habe das Oszilloskop schon mal rausgeholt. Aus der Ecke. Das war gar nicht so einfach. Dabei habe ich mir mal ein bisschen das Plastik kaputt gemacht von meinem anderen Oszilloskop, aber das ist nicht so schlimm. Ich brauche meistens nur das Oszilloskop, um nur mal ein Signal zu sehen, und mehr brauche ich nicht. Wenn ich es genauer brauche, habe ich das andere. Und ich baue das jetzt erstmal auf, Kamera und so weiter, und schraube das schon mal auf, dass man dann schon mal reingucken kann, und dann versuche ich euch das zu zeigen, was genau ich meine. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt habe ich das Ding soweit offen. Kleine Warnung vorab. Wer solche Geräte öffnet, muss sich bewusst sein, dass dort hohe Spannungen drin sein können. Und auch noch lange drin sein können. Bis zu mehreren tausend Volt können hier noch drin sein. Sie arbeiten mit mehreren tausend Volt, solche Elektronenstrahlröhren, wie ich hier glaube ich schon mal gezeigt habe. Darum eine Warnung, macht das bitte nicht, wenn ihr keine Ahnung davon habt, was ihr hier tut. Ich weiß, was ich hier mache, ich habe hier ein paar Schutzeinrichtungen, ich habe zwar keinen Trenntrafo, das Ding ist ausgesteckt, aber es können immer noch hohe Spannungen drin sein. Ich gehe aber davon aus, dass die hohen Spannungen nur da drin sind und nicht hier auf den Platinen. Ich komme sowieso nicht an die Sachen ran, an die ich rankommen möchte. Ich baue das mal schnell um, damit ihr das mal sehen könnt. Ich will es mal versuchen, euch zu zeigen. Ich habe hier leider keinen Weitwinkel. Ich nehme mal ein bisschen Licht hier. Und zwar für die Zeitbasis ist das der hier. Und da muss ich die Kontakte mal ein bisschen sauber machen. Ich weiß nicht, wie die genau aussehen. Wo habe ich meinen Spiegel? Ja. Solche Sachen hier. Solltet ihr euch auch mal zulegen. Mal gucken. Ja. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich versuche es mal einzufangen. Da ein Spiegel. Ich hoffe, man kann es erkennen. Seht ihr das? Das ist schwarz und angelaufen, und da geht so eine Scheibe durch. Und das wird wahrscheinlich von mehreren Seiten sein. Für die Spannungen ist unter diesen Schirmblechen, wie ich da rankomme, weiß ich noch nicht. Muss ich mir mal anschauen, weil darunter sitzen die Spannungswähler, die Abschwächer. Was ist denn das da für ein schicker Schalter?
Ach so, das ist der. Ach, da oben ist auch noch einer. Kann ich auch gleich noch machen. Und zwar für Trigger. A, C, D, C. Was habe ich hier noch? LF und HF. Und das seht ihr jetzt nicht, das ist auf der anderen Seite, das ist hier hinter versteckt. Das kann man jetzt nicht sehen. Da ist dann für Kanal 1, Kanal 2, 1 und 2 oder extern. Das sind einfach nur normale Schiebeschalter. Wo habe ich gerade die Taschenlampe gelassen? Wo habe ich die denn mal gerade gelassen, Mensch? Ach, da. Ja, die Kontakte sehen auch nicht gerade hübsch aus. Ich versuche mal gerade was. Ich habe ja hier mein. Wo habe ich das denn jetzt? Das müsste. Das hing doch hier. Wo ist denn das? Da ist das. Ach, das ist. Moment, das muss ich da nochmal wieder anhängen. Das ist mein OTG-Adapter. Ich versuche mal, ob das jetzt mit meinem Handy hinhaut. Kurbel ab. Ich habe ja hier mein sagt schnell Endoskop-Dingens. Vielleicht klappt das, dass ich das mit dem Handy aufnehmen kann. Ansonsten mache ich das über OBS, aber das wird ein bisschen kompliziert. Aber ich kann es mal probieren. Das kann ich auch gleich mal versuchen. Aha. Das ist links. Schließen wir an. Endoskopkamera. Endoskopkamera öffnen, wenn dieses USB. Okay. Endoskopkamera. USB-Kamera. Connected. Tatsächlich. Ich nehme mal auf. Ich kann euch mal versuchen, das zu zeigen. Licht. Licht habe ich auch. Ne, nicht Foto, Video. Ja, es flackert ein bisschen. Aber kann man da was erkennen? Das sind die Kontakte. Ich gehe mal hier hin. Das ist dieser Wahlschalter. Der ist auch ganz schön. Warte mal, ich gehe mal, ich drehe mal. Ja, das Flackern müsst ihr jetzt entschuldigen. Das liegt hier irgendwie an der App. Aber der ist doch ganz schön korrodiert. Den muss ich mal sauber machen. Kann ich da reingucken? Nee. Schade. Schade. Na, hier auf der anderen Seite ist der andere Schalter. Für Kanal 1 und Kanal 2. Wo ist er? Komm mal her. Wo bist du denn da? Seht ihr das? Ich hoffe, man kann es erkennen. Könnte auch mal ein bisschen sauber sein. Naja, und dann habe ich hier noch überall Potis und wo haben wir die denn? Da hinten drin versteckt sich ein Poti und da ist der eine Schalter, der mir auch noch Probleme macht. Ja, mal gucken. Ne, komme ich nicht so ran. Komme ich von der Seite ran? Ich kann nicht scharf stellen. Oh, nee, das war der. Ja, kann ich auch mal sauber machen. Also es ist ein recht einfaches Ding. Machen wir mal das Ding wieder aus hier. So, machen wir wieder weg. Offline. Ich habe eine Endoskopkamera auf dem Handy.
Wahnsinn, wusste ich gar nicht, dass das funktioniert. Gut, aber ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich die Dinger hier rauskriege. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht genau. Muss ich von unten ran? Das werde ich mal machen. Hier ist ein Poti. Ich weiß auch, wofür das Poti ist. Das ist, um den Strahl zu drehen auf dem Bildschirm. Muss man ab und zu mal korrigieren. Muss ich auch mal wieder. Das ist ein ganz leicht schräge. Ich mache jetzt hier weiter. Ich nehme das so weit auseinander. Und wenn ich dann da rangekommen bin, an den Spannungsabsprechern, Geschichte, Gedönse, dann zeige ich euch das wieder. Das kann ich euch hier nicht auf Kamera zeigen, wie ich das mache. Das wird zu kompliziert. Okay. Achso, Oszilloskop ist das Voltkraft-Oszilloskop 240. Falls ihr da auch mal so eins habt, ne? Also da hinten hier, das ist für die Zeitbasis. Den muss ich wirklich mal sauber machen. Ich hoffe, ich kriege das hin mit Kontaktspray, dass das funktioniert und dass ich da irgendwie an diese Dinger rankomme. Wie das geht, sage ich dann. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, nun habe ich das Ding draußen. Zumindest ein. Der saß so da drinne. Habe ich abgeschraubt. Ich zeige euch gleich wie. Der war noch eingelötet und alles. Muss man vorsichtig ablöten. Hier ist noch ein Widerstand an der Seite angelötet. Da ist ein Widerstand über den Kondensator. Das ist der Ausgang. Hier vorne steht Input. Da ist noch einer im Gerät. Ich habe das alles vorsichtig abgelötet. Habe ich die Entlötsaugpumpe genommen. Jetzt wollen wir mal reingucken. Das sind die Shields. Und jetzt gucken wir mal. Auch alles schön schwarz. Die ganzen Kontakte alle oxidiert da drinnen. Muss ich jetzt alle sauber machen, damit das ordentlich funktioniert. Jetzt zeige ich euch das mal am Gerät. Erst einmal müsst ihr hier die Knöpfe abziehen, vorsichtig, und das rausbauen. Das habe ich hier jetzt gemacht. Mutter runter. Und versuche ich das mal zu zeigen. Das saß da drinne, in dem Loch. Hier ist der Widerstand von dem Eingang. Geht hier über den einen Schalter, Ground AC/DC. Aufpassen mit den Kabel, die habe ich hier abgezogen, die kann man jetzt auch nicht verwechseln. Und hier hinten ist der Ausgang. Da ist ein kleiner Haken, aber das eingehakt, auch rausgelötet. Hier ist noch ein Widerstand, der auf das Shield geht. Ist ja an einem Transistor angelötet, am Gehäuse. Ich kann euch das leider nicht anders zeigen. Und ich hoffe, man kann es erkennen. Da hinten drin saß der mit diesen Dingern hier auch angelötet. Die habe ich erstmal hab ich hier abgelötet und habe gemerkt, ach nee, das ist der dahintere. Den muss ich noch rausnehmen, den hier. Das wird ein bisschen komplizierter bei dem, weil ich da mit den Kabeln so ein bisschen, muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Nee, das schraube ich nicht raus. Müsste ich hier die Knöpfe alle abziehen und vorne das Dings die Dings abmachen, abschrauben, damit ich diese Platine rausschrauben kann. Ich guck mal, dass ich diesen Kasten, muss ich ja bloß hier hinten, den Widerstand weglöten, da unten drinne den Ausgang weglöten, vorne den Widerstand weglöten vom Eingang. Und dann versuchen, den auch da raus zu hebeln. Weil den musste ich da auch irgendwie schräge und ja, das war ein bisschen doof. Ich will so wenig wie möglich hier dran kaputt machen und ablöten. müsst ihr Verständnis für haben. Versuche ich nachher gleich mal.
Und wenn ich dann soweit bin und die beiden Sachen habe und das sauber habe, zeige ich euch das wieder. Dann bin ich wieder da. Und dann löte ich das natürlich alles wieder rein. Und dann gucken wir, ob das auch wieder hingehauen hat. Also bis nachher gleich. So, nun habe ich beide raus und ich habe schon mal einen gereinigt. Da sieht man das. Hier sind die. Warte, ich kriege den dafür. Den anderen habe ich noch nicht gereinigt. Nur mal so als Vergleich. Schwarz, Silber. Auch wenn das nicht hundertprozentig ist, aber so, nein, so geht das gar nicht. Und jetzt mache ich den noch sauber und dann baue ich die wieder ein. Achso, hier steht sogar noch was drauf. Attenuator 1 und Attenuator 2. Also 1 und 2. Nummer 2 unterscheidet sich sogar noch. Da ist noch ein Kondensator drauf und da nicht. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Wo hängt der dran? Der hängt an diesem kleinen dran. 3,3N. 3,3N. Wahrscheinlich haben sie damit ausgeglichen, weil das ist ein 8. 3,3 Pico. Und das ist ein 8 Pico da parallel. Wahrscheinlich haben sie da noch ausgeglichen. 1,3, 1,3. 10N. 10N, 400 Volt. Ja, das sieht eigentlich alles gleich aus, aber den mache ich jetzt noch sauber. Und dann baue ich den ganzen Kram wieder zusammen und dann zeige ich euch das Ergebnis. Ich hoffe, das Ergebnis passt. Achso, die Zeitbasis muss ich ja auch noch machen. Aber ob ich den ausbaue, weiß ich nicht. Die musste ich ja jetzt ausbauen. Gut. Dann sehen wir uns soweit wieder, wenn ich das Ding wieder zusammen habe. Und Funktionstest, ob das dann wieder vernünftig hinhaut. Eventuell muss ich noch ein bisschen Spannung abgleichen, weil die auch noch nicht so ganz gepasst hat. Aber wenn ich weiß, dass die nur minimal anders ist, dann ist es okay. Es ist ja nur einmal, um so schnell zu gucken, ob das Signal da ist oder nicht oder wie das Signal aussieht. Genaue Signale muss ich halt mit dem DSO machen. Digital Speicheroszilloskop. Aber wäre ja schade drum, wenn ich das Ossi hier nicht wieder hinkriege. Aber das müsste eigentlich hinhauen. Das sind ja nur die Kontakte sauber machen. Das ist halt eben oxidiert ohne Ende und das ist nicht so schön. Na gut, dann bis nachher gleich. So, Hallöchen nochmal. Noch bin ich hierbei. Ich wollte euch mal was zeigen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich zoome mal drauf. Ich hoffe, man kann das dann erkennen. Ich kann das hier auf dem Monitor nicht so ganz sehen. Ist das jetzt scharf? Ist das nicht scharf? Moment, ich muss mal was machen. So, ich hoffe, jetzt kann ich das besser sehen, ob das scharf gestellt ist oder nicht. Wo bin ich? Da, da, da. Nein, ist nicht. Stell doch mal scharf auf den Kontakt da. Ich habe hier die Kontakte sauber gemacht. Und ich hoffe, man kann das gleich erkennen. Wenn ich das so halte, das ist blöd, hier auf dem Kopf. Großer Monitor, ja, schön und gut, aber vom Licht her ist das immer so ein bisschen.
geh mal da unten auf den Kontakt da. Den Kontakt will ich haben. Den Kontakt. Ich hoffe, man kann das erkennen. Wie der sich hochdrückt. Das. Jetzt ist er wieder raus. Ich gehe nochmal hier in die Mitte. Da. So drückt er sich hoch. Das habe ich mit allen Kontakten von allen Dingern gemacht. Das ist hier der eine Eingangsverstärker, Absprecher, Gedönse-Dings. Das ist der eine. Da habe ich alle Kontakte nachgebogen. Und das hier, das ist die Zeitbasis. Ups. Da habe ich das auch gemacht. Den musste ich ausbauen. Ich hatte erst versucht, im eingebauten Zustand das sauber zu machen. Aber der hat hier so viele kleine Dinger und auf der Seite beide Seiten voll, also da kam ich schlecht im Gerät dran, habe ich ausgebaut, dass ich da überall rankomme. Auch da habe ich Kontakte alle nachgebogen, vielleicht kann man das hier noch erkennen. Da, ich weiß nicht, wo man da hingucken kann. Da zum Beispiel, hier oben, da. Kopfstehend ist doof. Naja, da oben halt, der eine Kontakt da. Kann man erkennen, ne? Gut. Ich habe mir gerade das Bild auf dem Fernseher gepackt, damit ich hier das aussehen kann. Ich hoffe, bald kommt das andere schöne Teil an, dann kann ich euch das besser zeigen. Gut, das baue ich jetzt alles wieder zusammen. Ich hoffe, ich kriege das hier nochmal mit den Kabels irgendwie hin. Das war irgendwie ein wenig. Ja, ich hoffe, das kriege ich nochmal hin. Ich weiß glaube ich noch, wie das drin war. Baue ich erstmal wieder alles zusammen und dann, ja, wie gesagt, gucken wir, wie das Ding, ob das wieder funktioniert oder nicht. Okay, bis dann gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt ist das Ding wieder zusammen. Und wenn jetzt hier irgendwas katastrophal zusammengesteckt wurde, dann kommt da gleich Rauch raus. Nein, kam kein Rauch raus. So. So, mal gucken, wenn wir mal aufwärmen lassen. Ah, das Ding ist noch offen. Oh, ich sehe einen Punkt. So. Auf Ground, jetzt mache ich mal DC. Ich wackel, nichts passiert. Ich wackel, nichts passiert. Es soll 0,2 Volt sein. Passt nicht. Aber ich wackel, es passiert nichts. So. Können wir mal ein bisschen schärfer stellen. Geh noch mal auf Ground. Das Strahlen ist verdreht. Ach, das ist der falsche. Den brauche ich mal. Der passt da nicht hinein. Oder kann ich das mit der Hand machen? Das kann ich auch mit der Hand machen. Seht ihr das? Mit dem Foti kann ich den Strahl drehen.
Und den stelle ich mir jetzt noch mal schön gerade ein. So. Sollte das sein? Nur die Spannung passt noch nicht. Das ist aber nicht so schlimm. So, jetzt gehe ich mal auf Kanal 2. 0,1 DC. Nee, AC. Ground. Strahlen in die Mitte. DC. Achso, der Trigger kann nicht laufen. Ja. Geht. So. Da passt das mit dem DC schon besser. AC passt nicht ganz. Kanal 1. Trigger. AC passt auch nicht ganz. So, das heißt, ich muss von unten ran. Ich muss das Ding mal auf die Seite legen. Ich bin gleich wieder da. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt habe ich hier gerade versucht, das einzustellen. Aber das ist ja nur verschieben. Da steht DC Balance. Aber wo stelle ich denn jetzt den Dings ein? Das müsste der hier. Nein, der ist das nicht. Ground. Na, jetzt stimmt der Strahl wieder nicht so ganz. Ich hoffe, ihr seht das. Ich gehe nochmal auf DC. DC passt nicht. Aber wo stelle ich das jetzt ein? Also mit dem hier. Also eigenartig. So, Kanal 1. Jetzt mache ich nochmal den Deckel an die Seite ran. Ich bin gleich wieder da. Dann habe ich den Deckel da an der Seite dran. Ist hier aber auch total verniesknaddelt gerade. Stelle ich den nochmal an die Mitte. DC. Ja gut, ich weiß nicht, ob das genau 0,2 Volt sind. Scheint fast zu passen. Gehe ich mal den anderen. Position DC. Der passt. Trigger. Kanal 2 passt auch. Was war das jetzt? Habe ich Dualmodus. Das ist aber nicht so schön. Ja, Kanal 1 liegt ungefähr ein halb, nicht ein halbes Volt. Ja, ein ganz kleines bisschen daneben. Liegt ein kleines, ganz kleines bisschen daneben, das ist aber egal. Ja, Beamfind ist klar. Position ist klar. Damit kann ich das einstellen. Aber irgendwas ist hier noch nicht so ganz.
Single. Weiß ich nicht. XY funktioniert. AC, DC, LF, HF. Achso. Kann ich ein Delay einstellen, ja. Zehn Millisekunden. Da weiß ich jetzt nicht Bescheid, ist auch egal. Gut, das funktioniert, das funktioniert. Ich würde das sagen, das lassen wir so. Weiß ich, dass Kanal 1 irgendwie nicht passt. Aber wo ich das abgleiche, weiß ich jetzt nicht. Muss mal gucken, ob ich die Serviceunterlagen finde, dann mache ich das noch. Gut, ich baue das jetzt erstmal wieder zusammen. Damit ist das erledigt. Das hat hingehauen. Es funktioniert wieder. Ich drehe mal das Handy so hin. Vielleicht klappt das ja. Also, das geht wieder. Ja, wenn ich hier wackel, ist, wenn ich hier, geht auch wieder. Kanal 2. So, nee. Da. Geht auch. Das ist klar, aber hier geht auch. Also wackelt nicht mehr rum. Das ist gut. Das wollte ich haben. Gut. Hat alles funktioniert. Also danke fürs Zugucken. Für einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Und was als nächstes kommt, weiß ich nicht.